Im Spiel der Vikings gegen Bad Ischl zunächst einmal die in grün, schwarz-rot spielenden Bad Ischler am Ball. Jetzt wieder die Vikings. Pass zur Mitte. Zieht ab, Schuss. Immer noch Schuss und Tor. 1:0 durch Ferdinand Ebner. Und keine Chance für Lukas Garcia-Schott im Tor von Bad Ischl, da irgendetwas zu machen. Somit geht diese Führung auch in Ordnung. Und der Zähler setzt nach. Immer noch die Zähler. Zieht ab, Schuss und Tor. Da ist das 2:0 durch Maximilian Hörl, der Lukas Garcia-Schott zum zweiten Mal bezwang. Und das 2:0 ist auch der Spielstand nach dem ersten Drittel. Dann das zweite Drittel. Zieht ab, Schuss und Tor. Maximilian Hörl war ein weiteres Mal erfolgreich und konnte sich in die Torschützenliste eintragen. Das war auch das 3:0 in dieser Begegnung. Und es sollte so weitergehen. Schuss und Tor! Da ist Ferdinand Ebner, der das 5:0 erzielte. Der Spielstand nach zwei gespielten Abschnitten lautete doch sehr eindeutig 6:0 für die TVZ Vikings. Dann der Schlussabschnitt. Zunächst eine Aktion. Schuss! Und da ist ein Treffer für Bad Ischl. Simon Leimer war erfolgreich und konnte somit den ersten Treffer für Bad Ischl anschreiben, der aus Sicht der Bad Ischler allerdings nur mehr Ergebniskosmet sein sollte. Den Schlusspunkt setzten nämlich die Zähler Vikings. Pass zur Mitte. Schuss und Tor. Das ist das 12:1 durch Maximilian Hörl. Und dieses 12:1 ist auch der doch sehr eindeutige Endstand dieser Begegnung.